kann, auch wenn es nicht funktioniert. Und damit ein riesiges herzlich willkommen zum zweiten Vlog der Dokumi 2024. Wir sind morgens gegen 6 Uhr aufgestanden, also wieder sehr früh, aber wir hatten so um die 7 Stunden Schlaf. Das ist sehr gut für eine Con. Deshalb waren wir etwas energiegeladener als üblich. Heute Abend ist der CV-Wettbewerb und ich bin schon mega aufgeregt, weil ich ja teilnehme. Ich hoffe so sehr, dass den Leuten das Video gefällt. Ich würde natürlich mega gerne gewinnen, aber noch viel wichtiger ist mir, dass ich sehe, wie die Leute auf das Video reagieren. Das ist important. Ich will ja O's und A's hören. Wir haben also gefrühstückt und uns in einem angenehmen Tempo fertig gemacht, wobei auch sehr lustige Szenen wieder mal entstanden sind. Ich weiß auch nicht, wie produktiv das ehrlich ist. Also. Okay. Wundervolle Technik, ich kann nicht mehr. Ich hinterfrag das nicht. Also. Ich auf dein Bett prügeln. Ja, was denn? Hallo, was soll ich Steam an der Tür? Ich hab's am Spiegel gemacht. Aber wir haben es dann doch sehr zeitig zum Parkplatz geschafft. So, kurz vor 10, wir sind am Parkplatz. Hui. Und gehen jetzt zum Eingang. Freust du dich? Ja. Ich bin gespannt auf den Ball heute Abend. Ich hasse meine Perücke. Ich hasse sie. Ich liebe sie. Nächste wird besser. Ja, ich war nicht ganz so zufrieden mit meiner Perücke. Jetzt im Nachhinein finde ich es gar nicht so schlimm. Es ist halt die erste Perücke, die ich auf diese Art und Weise gemacht habe. Und mittlerweile hat Ilva sie übrigens gerettet. Sie sieht jetzt fantastisch aus. Aber ich habe einiges gelernt, während ich die gemacht habe. Und ich denke, die nächste wird auf jeden Fall besser werden. Aber wie gesagt, so jetzt, wenn ich das im Nachhinein sehe, es war okay. An dem Tag selbst habe ich mich aber mega unwohl damit gefühlt. Aber nicht nur deswegen. Es war auch unfassbar heiß und ich habe geschwitzt des Todes. Nicht nur ich, auch die anderen, weil wir alle sehr dicke Cosplays anhatten. Und entsprechend fertig waren wir dann auch relativ schnell. Aber ich greife vor. Erstmal sind wir natürlich rein. Und dort haben wir dann noch auf die anderen gewartet, weil wir ja mit zwei Autos fahren müssen bei so großen Gruppen. Cool fand ich, dass die Warteschlange an dem Eingang in der Halle war. Das war letztes Jahr nicht so. Dieses Jahr haben die das sehr gut geregelt, weil man zum ersten im Schatten war. Und wenn es geregnet hätte, wäre man auch trocken geblieben. Hallo, mit Weißwunden und so. Ah, du bist auf mich getreten. Da muss ich ja zurückrufen, das ist auch. Bei mir ja zum Glück nicht. Bei mir auch nicht. Katha, Ilva, Valerian und ich wussten nur, dass wir nicht den ganzen Tag auf dem Con-Gelände bleiben werden. Für die, die jetzt verwirrt sind, Simon hatte eine kleine Namensänderung. Das akzeptiere ich natürlich und deswegen werde ich das hier jetzt auch direkt umsetzen. Denn wir wollten ja abends zum Ball und mussten uns dafür auch noch umziehen. Und abends vor dem Ball war auch noch der Cosplay-Video-Wettbewerb, wo ich ja mit einem Cosplay-Musikvideo teilgenommen habe. Deswegen wollte ich da natürlich auch gerne hin. Deswegen haben wir jetzt den Vormittag genutzt, um uns ein bisschen umzusehen. Dafür sind wir dann erstmal in Halle 5, da waren wir ja noch gar nicht drin. Und dort sind wir direkt am Eingang auf eine gute Freundin von Valerian getroffen. Von mir ist sie eine Bekannte. Das ist Sarah und sie macht die wohl wunderschönsten Cosplays auf der ganzen weiten Welt. Und wenn es darum geht, irgendwas zu nähen, ist sie eine absolute Expertin. Ich meine, guckt euch dieses Kleid an. Es ist so schön und garantiert auch unfassbar warm. Ramoni und Marcel waren derzeit zum Hentai-Area gegangen und wir sind durch Halle 5. Halle 5 konzentriert sich sehr viel auf Gaming. Es gibt dort auch ein paar Verkaufsstände, aber überwiegend gibt es so Action-Games, Arcades, Just Dance auf so einer großen Bühne und auch eine Bühne, auf der dann so kleines Programm abläuft, ab und an. Wir sind auch wirklich nur kurz durchgelaufen, haben noch kurz mit Jessie gequatscht, die sich dort ja so ziemlich alle 3 Tage aufgehalten hat. Und dann wollten wir zu den anderen ins Center Area, haben wir aber gesehen, dass die Schlange für diese Bändchen einfach unfassbar lang war und deswegen haben wir entschieden, lieber nach draußen zu gehen und haben uns da erstmal einen Frozen Joghurt geholt. Ich muss breitbeinig stehen, damit ich zwischen den Beinen nicht so schwitze.
Nach dem leckeren Frozen-Joghurt haben wir uns dann auf den Weg gemacht, um uns für diese Cosplay-Versteigerung am Sonntag anzumelden. Da wollten wir ja unbedingt mit den Bikelinern teilnehmen. Und man muss sich einen Tag vorher an der Information anmelden. Aus allen Anmeldungen wird dann gelost und man muss sich am Sonntag bis 10 Uhr bei diesem Infostand gemeldet haben, um zu gucken, ob man gezogen wurde. Und wenn man gezogen wurde, dann auch, um zu bestätigen, dass man da ist. Jetzt sind die anderen weg. Ich wollte auf mein Handy gucken, wo Halle 1 ist und guck hoch und weg sind sie einfach, spurlos verschwunden. Aber da wir alle zur Halle 1 an die Info wollten, gehe ich jetzt einfach hin und dann zur Not muss ich halt auf die Warte. Übrigens 12 Uhr. Wir müssen uns halt unbedingt bei 1 anmelden. Jetzt werde ich angerufen von denen. Oh Mensch. Ja, hallo. Ich weiß. In der Masse hat man sich schnell mal verloren, aber wir wollten ja alle zur Info von Halle 1, also bin ich da einfach schnell hingelaufen und konnte mir da draußen natürlich noch ein paar schöne Cosplays angucken. Und ich habe es trotz allem irgendwie geschafft, vor den anderen da zu sein. Ich musste auch nicht allzu lange warten. Dann haben wir uns angemeldet und konnten uns dort auch endlich wieder mit Ramona und Marcel treffen. Und dann hieß es erstmal Shopping in Halle 1. Für alle, die es nicht wissen, Halle 1 ist die Merch-Halle. Dort gibt es unfassbar viel, was man kaufen kann. Und oh boy, haben wir geshoppt. Ich habe so viel Geld ausgegeben. Ich habe halt im April einen neuen Job angefangen, in dem ich Schichtzulagen bekomme und hatte in dem Monat mein erstes Gehalt mit Schichtzulagen bekommen, was richtig viel war. Und dann war ich so, okay, du kannst dir was gönnen, so als Belohnung dafür, dass du einen neuen Job hast und alles geschafft hast, was du so erreicht hast und was für Ausreden man sonst noch so findet, um Geld auszugeben. Im Grunde kennt das, denke ich, jeder und ich muss auch sagen, ich bereue keinen einzigen dieser Einkäufe. Trotzdem sollte ich definitiv darauf achten, nicht bei jeder Con so viel Geld auszugeben, sonst ruft bald das Armenhaus. Wir haben 13 Uhr. Wir haben 13.09 Uhr und wir haben gerade Figuren gekauft. Ramona und Marcel haben sich jetzt bei Altraverse angestellt fürs letzte Autogramm dieses Wochenende. Wir gehen jetzt gleich in Halle 4 zum Crafting Area. Ich glaube, wir haben Ilva verloren. Und Katha wartet draußen, weil die sich kurz hinsetzen wollte. Und ich sitze jetzt auch gerade. Genau, nachdem Ilva dann wieder zu uns gestoßen ist, haben wir Katha draußen noch eingesammelt und sind in Halle 4. Dort gibt es diese Crafting-Stände, also das sind eben Ohrringe, Taschen, Schmuck, Deko, alles, was die Leute selbst herstellen, quasi wie Arts, aber als Gegenstand. Und normalerweise waren die immer in der Artist-Halle, jetzt sind sie in einer eigenen Halle. Und ich habe dort diesen Fuchsrucksack, die Eaterbag, die ich schon seit einem Jahr haben will, gesucht. Leider habe ich sie nicht gefunden. Also es gab diesen Stand, glaube ich, auf der Dokumi nicht. Ich weiß leider auch nicht, wie dieser Stand heißt. Sonst hätte ich da einfach mal in der App nachgucken können, ob die überhaupt da sind. Gab es nicht. Aber vielleicht habe ich auf der Konichi Glück. Dann würde ich mir den da tatsächlich vielleicht noch kaufen, weil den will ich halt wirklich unbedingt haben seit einem Jahr jetzt. Und ich verdiene diese Tasche. Sieht echt geil aus. Ich bin einfach so schlau. Okay. Wundervoll. Es war leider unfassbar voll in diesen Gängen in Halle 4. Man kam kaum durch. Wir hatten diese großen Taschen drin, wo die Figuren waren. Ich bin gegen jeden damit gegengeknallt. Es war nervig. Wir waren auch einfach schon völlig am Ende, weil wir geschwitzter waren des Todes. Ich hatte das Gefühl, ich bin kurz vorm Umkippen. Also mir ging es auch gesundheitlich wirklich gerade nicht gut in dem Moment. Und ich war so heilfroh, als wir da endlich raus waren. Und wir haben dann beschlossen, dass wir jetzt schon zurück zur Ferienwohnung fahren, in Ruhe essen, duschen und uns für den Ball fertig machen. Weil es ging einfach nicht mehr. Ich war tot. Ich bin auch beim Rausgehen, hatte ich wirklich einen Moment, wo ich dachte, scheiße, du kippst gleich weg. Weil es ging mir einfach wirklich körperlich nicht gut. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, das gar nicht beschreiben. Ich wäre wahrscheinlich, wenn ich weiter so rumgelaufen wäre, einfach umgefallen. Das ging sogar so weit, dass ich im Auto auf dem Weg zu McDonald's, wo wir uns Essen holen wollten, da hatte ich die Perücke auch schon aus und alles und konnte wieder ein bisschen, ja, mehr atmen. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich keine Luft bekomme. Und hab dann im Auto angefangen, Tränen in die Augen zu bekommen, weil ich quasi keine Luft gekriegt habe und mir einfach kotzübel wurde. Also es ging
ging gar nicht. Ich war froh, dass wir dann in der Ferienwohnung waren mit Essen und uns mal abkühlen konnten und essen konnten. Und danach ging es mir dann tatsächlich auch besser. Ich nehme einfach an, dass mein Körper komplett überfordert mit der kompletten Situation war. Das war so ein Moment, wo mir wieder bewusst geworden ist, wie krass sich Hitze auf einen auswirken kann. Und auch wenn man dann nicht genug gegessen hat, wie schnell man doch an seine Grenzen kommt. Und deswegen möchte ich hier vielleicht nochmal anmerken, dass ihr bitte da draußen immer auf euch aufpassen sollt, auf Cons. Wenn es euch gar nicht gut geht, dann sucht euch jemanden, der euch hilft. Da sind ja auch Leute in Helfer-T-Shirts, die können euch zur Not mal einen kühlen Raum bringen oder mal eine Cola anbieten oder sowas, dass ihr da nicht einfach wegkippt. Also wenn irgendwas ist, weswegen ihr euch nicht wohlfühlt, nicht gut fühlt, also körperlich oder auch geistig, dann wendet euch da an die Helfer oder an einen Freund oder auch an irgendjemanden. Man wird euch bestimmt helfen. Wir haben es überlebt. Ja. Füße killen ein, die Schuhe sitzen nicht richtig, die Hose sitzt nicht richtig, es ist alles nur noch Abfuck gerade. Ich bin gestern um 31 Uhr unterwegs, sich für den Ball fertig zu machen. Ja, hab ich eben alles erzählt, aber da hab ich ungefähr gesagt so 10 Uhr. Ja. 14.31 Uhr, okay. Look at this beautiful person. I got you, homie. Ich dreh dich hier um. Nachdem wir gegessen hatten und uns geduscht hatten, haben wir uns in aller Ruhe fertig für den Ball gemacht und es ging uns allen sehr viel besser, vor allem mir. Und dann sind wir direkt auf dem Parkplatz schon der Dokumi Ball Royalty begegnet. Das Cosplay habe ich definitiv zu 1000% mehr gefühlt als das andere und wir sahen auch einfach alle so schön aus. Man darf einfach nie die Power von Gruppencosplays unterschätzen. Vor allen Dingen, wenn es Ballkleider sind. Boom! Es wabbelt schön, wenn sie läuft. Ja, das es wabbelt habt schön. Ihr schon richtig verstanden. Es wabbelt. Es wabbelt. Reingekommen sind wir dann relativ schnell wieder. Und wir haben es zumindest so pünktlich zum CV-Wettbewerb geschafft, dass ich mich noch reinsetzen konnte. Meine Freunde mussten allerdings draußen anstehen, was im Nachhinein total bescheuert war, weil während des laufenden CV-Wettbewerbs immer wieder auch noch Leute durch eine andere Tür reingekommen sind, obwohl der Raum schon voll war. Und da verstehe ich dann nicht so ganz, warum meine Freunde nicht auch noch mit rein durften. Aber gut, ich habe mir den dann alleine angeguckt und es gibt ein paar Sachen zu motzen. Vorab erstmal, es war der erste CV-Wettbewerb, der von der Dokumi ausgerichtet wurde. Deswegen ist es absolut in Ordnung, dass ein paar Sachen nicht hundertprozentig gut liefen. Und ich hoffe einfach, dass sie aus ihren Fehlern lernen, sie wahrgenommen haben und es im nächsten Jahr besser machen werden. Ich will hier jetzt auch gar nicht auf hohem Niveau meckern, aber so ein paar Punkte würde ich trotzdem gerne ansprechen. Zuerst mal das Zeitmanagement. Gut, da konnte jetzt dieser eine Programmpunkt nicht besonders viel für, aber es hat sich über den Tag immer wieder Verspätungen eingeschlichen, weswegen das ganze Programm irgendwie eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde zu spät anfing. Und deswegen wurden auch gar nicht alle CVs gezeigt. Trotzdem, hätten sie pünktlich angefangen, hätte man auch nicht alle gucken können. Irgendwie sollte normalerweise eine Vorauswahl getroffen werden, das wurde aber, glaube ich, komplett vergessen. Denn es waren so viele Teilnehmer, dass wenn jeder seine 10 Minuten voll ausgereizt hätte, man mindestens 3 Stunden in diesem Raum gesessen hätte. So lange war dieser Programmpunkt aber gar nicht angedacht. Gut, jetzt ist natürlich nicht jedes Video dort 10 Minuten lang gewesen. Trotzdem wurden am Ende über die Hälfte der Videos nicht gezeigt. Was ich für die Leute, deren Videos nicht gezeigt wurde, wirklich schade finde. Und es gab auch großen Unmut deswegen. Aber kommen wir zu meinem zweiten Punkt, den ich persönlich viel wichtiger finde. Denn es hieß, es werden vorher alle Videos gesichtet und es gab ja Regeln, also Richtlinien, an die man sich halten sollte. Und komischerweise haben einige Videos nicht da reingepasst. Eine Richtlinie war, das Video darf nicht länger als 10 Minuten sein. Da war ein Video, das war mindestens 15, 17, 20 Minuten lang. Ich saß irgendwann da und dachte, okay, es ist gut, aber wann endet es? Dann durfte keine Gewaltverherrlichung in den Videos stattfinden und ein Video hatte so viel krasse Gewalt da drin mit Kunstblut und allem drum und dran, wo ich mir denke, die haben sich nicht an die Regeln gehalten, ihr hättet diese Videos eigentlich direkt aussieben müssen. Doch im Gegenteil, diese Videos haben dann am Ende sogar Platz 1 und Platz 2 gemacht.
Versteht mich nicht falsch, die Videos waren wirklich gut und gerade dieses richtig lange Video, da steckt ja auch unglaublich viel Arbeit hinter. Aber diese Videos haben sich nicht an die Richtlinien gehalten und das ist unfair dann allen anderen gegenüber, die sich an die Richtlinien gehalten haben. Auch darüber gab es später großen Unmut bei einigen Teilnehmern. Ich habe mich nämlich hinterher noch mit ein paar Leuten unterhalten, die auch auf den Cosplay-Ball gegangen sind. Grundsätzlich sehr schade, dass man sich da nicht an seine eigenen Regeln hält. Bei der Konichi zum Beispiel ist es so, dass der Gewinner folgendermaßen ermittelt wird. Die Konichi hat eine App, in der man, nachdem man die Videos gesehen hat, alle Videos bewerten kann und der, dessen Video den Zuschauern am meisten gefallen hat, der gewinnt. Bei der Dokumi gab es eine Jury, die sich im Vorfeld alle Videos angeguckt hat und den Gewinner quasi schon vor diesem Wettbewerb ausgewählt hat. Denn dadurch, dass wir nicht alle Videos gesehen haben und die Jury auch nicht wirklich Zeit hatte, sich zu beraten, mussten sie einfach schon zugeben, dass der Gewinner schon feststand, bevor dieser ganze Wettbewerb überhaupt gelaufen ist. Spätestens da hätte den Leuten doch auffallen müssen, dass ein paar der Videos sich eben nicht an die Richtlinien gehalten haben. Aber gut, ich persönlich finde grundsätzlich Publikumsentscheid immer ein bisschen schöner, weil man dann einfach weiß, was der Mehrheit gefallen hat. Aber man kann das natürlich auch mit einer Jury machen, alles gut. Nur dann achtet bitte auf die Richtlinien, auch die Jury. Außerdem war ein bisschen schade, dass der Raum so klein war, weil dadurch halt nicht so viele Leute rein konnten. Grundsätzlich, wie gesagt, das war das erste Mal, haben sie wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass so viele Leute kommen. Aber für die Zwischenzeit, wo die Jury sich beraten sollte, war eigentlich ein Konzert geplant. Und sehr viele in diesem Raum waren auch nur da wegen dem Konzert. Das heißt, die Leute hat der Wettbewerb eigentlich gar nicht interessiert. Die wollten aber den Sänger singen hören, was im Grunde in Ordnung ist. Aber wenn der Raum dann schon so klein ist, ja, haben die halt Plätze für Leute weggenommen, die eventuell wirklich an dem Wettbewerb interessiert waren. Und glaubt mir, Leute, das waren nicht wenige, die nur wegen dem Sänger dort waren. Kann ich aber, wie gesagt, auch irgendwo verstehen. Seine Showteil wurde natürlich wegen der Zeitverschiebung auch extrem gekürzt. Er konnte dann nicht sein ganzes Programm singen, sondern nur 3 oder 4 Songs. Ich finde es aber auch schon nett, dass sie ihn nicht komplett einfach rausgestrichen haben. Ich denke mal, da wären auch einige sehr enttäuscht gewesen. Wobei er Sonntag auch nochmal auf der Blackstage war. Das heißt, man hätte ihn sich auch dann dort angucken können und vielleicht einfach noch 2, 3 Videos mehr zeigen können. Egal wie man es macht, man macht es falsch. Trotz allem freut es mich aber für die Gewinner. Und ich fand es ganz cool, mal an sowas teilzunehmen. Danach sind wir dann vom Con-Gelände einmal runter, mussten zum Seiteneingang, damit wir dann auf den Cosplay-Ball können. Unsere Taschen haben wir an der Garderobe abgegeben und dann wurden unsere Kleider kontrolliert. Also man hat ja eine Kleiderordnung bei dem Ball und die achten schon sehr darauf, dass das auch eingehalten wird. Und man muss sich dann zum Beispiel noch so einen Kreis stellen und dann wird geguckt, ob dieser Reifrock zu groß ist, dass man nicht zu viel Volumen hat und auch eben Sachen wie Ausschnitt oder zu viel Bein, das wird halt alles, rausgesucht. Und die haben sich sogar meine Schuhe angeguckt, obwohl ich ja ein Kleid hatte, wo man die Schuhe nicht sehen konnte. Aber es wird wirklich sehr penibel darauf geachtet, dass alle vernünftig aussehen. Zuerst hielt man sich dann in so einem Foyer auf, da konnte man sich hinsetzen, Getränke holen, was essen, an so einem Fotostand Fotos machen. Und später wurde dann der Ballsaal geöffnet. Es war uns ziemlich wichtig, dass wir zu dieser Öffnung dann auch da sind, denn am Anfang, wenn man dann reinkommt, steht ein Spalier aus Maids und Hosts und begrüßen einen quasi so beim Reingehen. Das ist so ein ganz bisschen so ein Ha-Gefühl. Man ist so, ah, ich bin so königlich. Yeah, you know what I mean? Also wir wollten das volle Ballerlebnis. Eva, dann sollten wir vielleicht Vlogs machen. Wäre eine coole Idee, oder? Deswegen habe ich ja auch gesagt, lass uns das machen, weil ich das halt für Leute, die wie ich sind, sich gerne Vlogs angucken, zur Information und Inspiration. War tatsächlich Evas Idee mit den Vlogs. Sie sagte, oh, ich würde voll gerne mal Vlogs aufnehmen. Und ich war so, ich liebe Film, ich liebe Schneiden, wir machen das. Und so wurden die Vlogs geboren. Sehr viel Schuld in unserer Gruppe, merke ich gerade. Ja, du hast den größten Einfluss. Du warst auch diejenige, die gesagt hat, lass uns Evoli-Evolution machen. Wir haben gerade jemanden zu drehen. Es hat angefangen zu weinen, wo sie uns gesehen hat als Truppe. Evoli. Ja. Wir haben jemanden glücklich gemacht. Schon wieder gleich. Oh. Das ist das, was wir alle im Manga sehen wollten. Und das wolltet ihr alle sehen. Ja! Nach der Eröffnungszeremonie haben wir uns einmal als Gruppe fotografieren lassen. Ja, und was soll ich sagen, den Rest des Abends haben wir getanzt, gelacht, gequatscht, Leute kennengelernt in absolut unglaublich schönen Kleidern und Anzügen und noch mehr gelacht und noch mehr gequatscht und einfach einen schönen Abend gehabt. Musik.
Ich würde den Dokumi-Cosplay-Ball definitiv jedem empfehlen, der solche Bälle mag. Wir werden jetzt wahrscheinlich nicht jedes Jahr dahin gehen, weil es eben doch sehr anstrengend ist. Wir waren um 1 Uhr nachts da raus, sind dabei übrigens noch in einen übelsten Regenguss reingekommen, aber das habe ich nicht mehr gefilmt. Also es war wirklich, die Welt ging unter, die Welt ging unter. Waren um 2 in der Ferienwohnung, mussten dann noch unseren Koffer vorpacken für Sonntag und waren deswegen entsprechend spät im Bett. Das wäre vermutlich auch kein Problem gewesen, aber wir mussten den Sonntag ja wieder mega früh raus, weil wir um 10 Uhr ja auf diese Liste gucken mussten wegen der Cosplay-Versteigerung. Aber anderes Thema. Also ich würde den Cosplay-Ball auf jeden Fall empfehlen. Es ist absolut sehenswert und es war so ein schöner Abend. Es war auf jeden Fall ein Ereignis, das uns allen noch sehr lange im Gedächtnis bleiben wird. Und für den Fall, dass die Demenz eintritt, habe ich ja meine Vlogs. Das war's dann auch mit diesem Vlog. Ich bedanke mich wie immer dafür, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Bitte teilt das Video, liked es und schreibt einen Kommentar. Das freut uns sehr und unterstützt uns. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Vlog. Macht's gut, meine Lieben.